Hallo, ich bin Stefan Andritschke vom Bürgerverein Ebern und heiße euch herzlich willkommen in der Xaver Beyer Galerie zur Eröffnung der Ausstellung mit Bildern von Adolf Vogel, einem Künstler, der am 14. Mai 1895 in Ebern geboren wurde. Schön, dass ihr heute den Weg hierher auf eine unserer Plattformen im Internet gefunden habt. Die analoge Wahrnehmung unserer Galerie hat sich in den 5 Jahren ihres Bestehens ja stetig vergrößert und das soll sich nun auch im Digitalen fortsetzen. Insofern bietet ja auch jede Krise ihre Chancen. Ich sitze heute da, wo eigentlich ihr hingehört. Warum das so ist, muss ich ja nicht erklären. Es ist im wahrsten Sinne eine verkehrte Welt, auch bei dieser Ausstellungseröffnung. Aber so verkehrt ist das, was wir euch in dieser Ausstellung zeigen, überhaupt nicht. Wer ist und war Adolf Vogel? Bis November 2015 war er für uns ein großer Unbekannter. Da hat der Bürgerverein Ebern durch Zufall und vor allem durch großes Glück von einer Nachfahrin, einer Ehefrau Adolf Vogels, eine größere Anzahl an Skizzen, Aquarellen und Ölbildern des Künstlers geschenkt bekommen. Mittlerweile wurden diese Bilder von unserem Mitglied Steffen Schanz fotografiert und auf Honorarbasis von der Kunsthistorikerin Ann-Kathrin Müller inventarisiert. Vor einem halben Jahr hat der Bürgerverein die Kunsthistorikerin Sibylle Kneuer beauftragt, Nachforschungen zu Leben und Werk des Künstlers anzustellen. Und sie hat sich auf die Spuren Adolf Vogels gemacht in den Süden Bayerns, hat Archive im ganzen Land befragt und historische Quellen ausgewertet. Das Ergebnis? Adolf Vogel war ein moderner, dem expressiven Realismus zuzuordnender Künstler. Und er steht stellvertretend für eine ganze Künstlergeneration, die um 1900 geboren wurde und deren Lebensweg durch beide Weltkriege stark geprägt und beeinträchtigt wurde. Adolf Vogel ist, wenn man so will, eine echte Neuentdeckung. Ein Maler, der zusammen mit Malern wie Karl Kaspar und Ernst Barlach ausgestellt hat, der seinen Weg gemacht hätte, wären da nicht die zeitgeschichtlichen Umstände gewesen, die so vielen Menschen die Lebensplanung durchkreuzt haben. Aber ich will nicht zu viel über den Künstler erzählen. Ich freue mich sehr, dass Sibylle Kneuer spontan bereit war, ihre Expertise zu Adolf Vogel in diese Ausstellungseröffnung einzubringen. Sie wird euch in den kommenden Minuten einen guten Überblick über das Leben und das Werk des Künstlers geben. Ich lade euch jetzt dazu ein, den Einblick, den wir euch in die Ausstellung geben, zu genießen. Bleibt dran, es lohnt sich. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer virtuellen Vernissage der Ausstellung Adolf Vogel, Aufbruch in die moderne Malerei. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier begrüßen kann, wenn auch nur virtuell, und bedanke mich ganz herzlich beim Bürgerverein Ebern für die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu der Ausstellung zu sagen. Ja, fangen wir einfach mal an. Adolf Vogel war ein Künstler, der zwischen den beiden Weltkriegen gearbeitet hat. Er wurde 1895 in Ebern geboren, also er ist wirklich ein Eberner, auch wenn er sein Leben dann an verschiedenen Orten verbracht hat. Dieser Künstler hat, wie so viele andere, den Nachteil gehabt, dass er in einer sehr schwierigen Zeit künstlerisch tätig war. Und man spricht in der Kunstgeschichte von der verschollenen Generation der Künstler zwischen den beiden Weltkriegen. Also diese Künstler haben ihre Ausbildung meistens um den Ersten Weltkrieg herum gemacht, was natürlich sehr schwierig war. Viele mussten ja dann auch in den Krieg ziehen, wie Adolf Vogel auch. Er hat sich 1914 an der Akademie der Bildenden Künste in München immatrikuliert, wurde aber kurz danach schon in den Krieg eingezogen als einfacher Soldat und war dann bis 1918 im Krieg. Danach hat er studiert, endlich,
bei verschiedenen Professoren an der Münchner Akademie, wie Peter von Halm, Johann Becker-Gundahl und, jetzt muss ich mal in mein Buch spicken, Ludwig von Herterich. Das war eigentlich eine recht konservative Malschule, die er dort praktisch besucht hat. Also diese Professoren standen für verschiedene Malrichtungen, aber alles in allem kann man sagen, eine relativ konservative Richtung. Manche Spuren von dieser Lehre findet man in seinen Bildern. Zum Beispiel, Peter von Halm war ein sehr guter Zeichner. Er hat ganz filigrane Tuschezeichnungen gemacht. Und wenn Sie sich in der Ausstellung umschauen, werden Sie einige Landschaftszeichnungen von Adolf Vogel finden, die sich daran anlehnen, wo man die Spuren einfach sieht. Aber was ich damit sagen will, Adolf Vogel war ein moderner Maler. Er ist nicht geprägt worden grundlegend von dieser Ausbildung, sondern er ist eigentlich eher geprägt worden von den Strömungen der modernen Malerei, die er damals mitbekommen hat. Er hat schon an der Akademie Kontakt gehabt zu Karl Kaspar, der als der Erneuerer der christlichen Kunst gilt, der also ganz andere christliche, religiöse Bilder gemalt hat, als es in der Zeit noch üblich war. Und er war auch in seiner späteren Laufbahn, in seinem späteren Leben mit Karl Kaspar befreundet und hat mehrere Ausstellungen mit ihm zusammen auch gemacht. Nach dem Studium hat Adolf Vogel dann 1921 zunächst selbstständig in München als Maler sich durchgeschlagen und hat sich dann auch auf Reisen begeben. Das werden Sie auch an seinen Bildern sehen. Er war in Italien, Frankreich und Dänemark und hat sehr viele sehr schöne Landschaftsaquarelle, Temperabilder und Studien gemalt. Dann hat er die nächste Station seines Lebens verbracht in Berlin. Er war ab 1925 bis 1937 in Berlin, in der Großstadt, und hat natürlich dort auch sehr viele Strömungen mitbekommen, obwohl Berlin damals nicht so sehr eine Kunststadt war wie München. München war eigentlich die Kunststadt im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Berlin war da eigentlich noch relativ verschlafen in der Hinsicht. Aber nichtsdestotrotz, er hat dort einen bekannten Maler kennengelernt, Karl Hofer. Karl Hofer, ein Vertreter des Expressionismus bzw. des expressiven Realismus. Und hier sind wir schon bei dem Stichwort expressiver Realismus. Das ist eigentlich diese Malrichtung, der Adolf Vogel zuzuschreiben ist. Also eine Malrichtung, die sich von der realistischen Malerei ausgehend wegbewegt in den Expressionismus. Also übersteigerter Ausdruck, übersteigerte Farben, Konzentration auf das Wesentliche. Er hat eben, wie gesagt, diesen Karl Hofer kennengelernt in Berlin und hat dort auch geheiratet in Berlin. Karl Hofer war später dann als entartet verfemt. Er war aber vorher ein sehr erfolgreicher Künstler, einer der wenigen, und hat dann eben 1933 Berufsverbot erhalten. Ein wichtiger Punkt war in Berlin für Adolf Vogel, also so ein bisschen ein Durchbruch auch, wenn man davon sprechen kann, dass er in der Galerie Gurlitt zusammen mit drei weiteren Künstlern eine Ausstellung bekam. 1937 in der Galerie Fritz Gurlitt. Und die Galerie Fritz Gurlitt war eine Galerie, die Ende des 19. Jahrhunderts entstand. Das ist also diese Dynastie Gurlitt, von der viele von Ihnen vielleicht auch schon gehört haben. Und die eigentlich im Prinzip eine sehr, sehr fortschrittliche Galerie war. Die hatte praktisch eine Art seismografische Fähigkeit für moderne Künstler, für ganz moderne Strömungen, wie nirgendwo anders. Beispielsweise hat die Galerie Fritz Gurlitt Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal die Impressionisten in Deutschland ausgestellt. Die französischen Impressionisten, muss man sagen. 1937, wie gesagt, die Ausstellung in Berlin, die mit einem relativ starken Presseecho einherging, also in der Freien Rundschau Berlin, Berliner Nachrichten und so weiter, wurde über diese Ausstellung berichtet. Und wenn wir da schon dabei sind gerade, möchte ich mal, wenn es geht, den Katalog in die Kamera halten,
Zur Ausstellung ist ja dieser Katalog erschienen. In diesem Katalog können Sie das alles nachlesen. Es sind auch die Pressestimmen eben aus Berlin zitiert. Es ist ein ganzer Lebensweg skizziert. Es ist eben diese Spurensuche, die ich machen durfte im Auftrag des Bürgervereins Ebern, seine Lebensstationen nachzuvollziehen. Preis 20 Euro ist für diese schöne Ausführung aber nicht zu viel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Sehr viele Bilder, gute Bildqualität. Also das ist was, was man jetzt nicht nur einmal anschaut. Ja, wie ging es weiter mit Adolf Vogel? Ich möchte jetzt auch nicht so sehr lange sprechen, aber die wichtigsten Dinge muss man einfach sagen. Er blieb dann in Berlin bis Ende der 30er Jahre, genau bis 1939. Und dann findet man seine Spuren wieder in Österreich, in Pongau, in Wagrain in Pongau. Dort war er mit seiner Lebensgefährtin Malo Miritz unterwegs, die er dann Anfang der 40er Jahre geheiratet hat in Salzburg. Sie werden es in der Ausstellung sehen, es gibt einige Landschaftsbilder Salzburg, es gibt viele Bilder aus dem Gebirge praktisch, wo man diese Landschaften sieht. Dann ist er mit seiner neuen Partnerin nach Marquardtstein gezogen. Marquardtstein im Chiemgau, da durfte ich auch vor Ort recherchieren, das war sehr interessant. Es gibt auch noch sein Wohnhaus, das steht noch, in dem er mit ihr zusammen gelebt hat. Seine Frau Marlo Miritz, Künstlername, war eine ganz interessante Person auch, eine Fotografin, eine Pressefotografin, die sehr rührig war und sehr viele Kontakte hatte, während der Adolf Vogel wohl eher der ruhigere Typ war. Ja, dort hat er dann einige Jahre gelebt und gewirkt. Wieder eine schwierige Zeit, weil, wenn Sie dran denken, 1939 ist ja der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Also wieder dieser Schlag für alle Künstler, wieder kein Broterwerb. Viele wurden in den Städten ausgebombt, mussten aufs Land ziehen, haben sich irgendwo ein Atelier gesucht. Und auch der Chiemgau war ja von jeher so eine Künstlerenklave. Also der Chiemsee und die Chiemseemaler, das hat ja eine sehr lange Tradition, aber nicht immer nur freiwillig, sondern viele mussten ja auch praktisch die Städte verlassen. Er wurde sehr stark inspiriert von dieser zauberhaften Berglandschaft, in der er sich befand. Ich war ja selbst dort und kenne die Gegend nicht so gut, aber man merkt gleich, wenn man in dieser Region ist, dieses Atmosphärische, die Berge, der Chiemsee, das hat eine ganz besondere Ausstrahlung, das Licht dort, und es spiegelt sich sehr gut in seinen Bildern wieder. Ja, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Aufbruch, Stimmung. Alles war, das ganze Kulturleben lag brach. Dann hat Adolf Vogel mit einigen Künstlern zusammen, wieder Karl Kaspar dabei, wieder die gleichen Namen, die Sie auch im Katalog lesen können. Die Namen, die Sie lesen, sind Ihnen auf den ersten Blick vielleicht unbekannt. Aber das sind alles diese Maler, die man in diese Stilrichtung expressiver Realismus einordnet. Maler, die sehr begabt waren, die aber zum Teil nicht so richtig bekannt wurden in der Zeit, aufgrund der Zeitumstände und auch aufgrund ihrer Malweise. Weil um diese Zeit und auch davor schon, also die ganze Laufbahn vom Adolf Vogel war eigentlich eher von der abstrakten Malerei. Die abstrakte Malerei galt als die moderne Malerei. Und jeder, der eben nicht abstrakt gemalt hat, hatte dadurch eigentlich schon einen Nachteil. Die Berglandschaft hat ihn sehr stark inspiriert. Sie sehen das auch auf dem Katalog. Das ist auch ein Bild, das ist in Tirol entstanden. Wenn man das jetzt mal so hier aufmacht, dann sieht man das ganze Gemälde. Sehen Sie auch in der Ausstellung, also sehr große Formen, große Farbflächen, sehr ästhetische Bilder, die sich auf das Wesentliche beschränken. Noch die letzten Stationen seines Lebenswegs, bevor ich noch ein paar Worte zum Stil von Adolf Vogel sage. Wie gesagt, diese Ausstellungen in Prien, die erste freie Kunstausstellung in Prien, die zweite freie Kunstausstellung, das waren ganz besondere Dinge, weil es war nach dem Krieg. Die Gebäude waren zerstört, es gab keine Infrastruktur. Die Künstler haben mit irgendwelchen Lastwägen ihre Bilder antransportiert. Es gibt da zeitgenössische Berichte, dass sie alle in irgendeinem Raum sitzen waren. Ich glaube, das war ein ehemaliges Amtsgericht oder irgend so ein Gebäude.
in Prien und haben sich beraten, was sie nach dieser kulturellen, nach diesem Zusammenbruch zusammen auf die Beine stellen können. Und es war also eine richtige innovative Geschichte. Auch wieder Karl Kaspar dabei. Ich habe auch in einem Archiv in Marquardtstein beziehungsweise bei einem dortigen Heimatforscher, Josef Bock, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke, Bildmaterial gesehen, das bestimmt noch niemand gesehen hat, wo auch Karl Kaspar wieder in diesem Künstlerkreis zu sehen ist. Also da gäbe es noch viel zu forschen. Nach der Station Marquardtstein, er trennte sich von seiner Partnerin oder sie trennte sich von ihm, das weiß ich nicht so genau, ist Adolf Vogel, er musste ja auch Geld verdienen, ja, nach Hannover gezogen und hat dort als Lehrer an der Werkkunstschule gearbeitet. Das war ab den 40er Jahren, jetzt spiege ich gerade mal kurz, 47. Hat sich also getrennt von Malo Miritz und ging nach Hannover, wo er in der Anfangszeit sogar in dieser Schule selbst ein Kämmerchen hatte und dort gewohnt hat. Bevor er eine seiner dortigen Schülerinnen, er hat ja an der Werkkunstschule unterrichtet, geheiratet hat, Waltraud Rüffer, heute Waltraud Vogel, die Dame lebt noch, und mit dieser Frau auch einen Sohn hatte, Stefan André Vogel, von dem wir freundlicherweise etliche Leihgaben für die Ausstellung auch bekommen haben. Das war also erstmal der Lebensweg. Hannover, dann letzte wichtige Station, dann höre ich auf, war eine große Einzelausstellung, die Adolf Vogel im Märkischen Museum in Witten hatte, mit an die 50 Bildern. Das war die größte Einzelausstellung. Er hat sonst immer nur in Gruppenausstellungen mit ausgestellt, wobei er immer als herausragendes Talent dargestellt wurde in der Presse und überall. Und in Witten, das war die erste große Einzelausstellung, die Vogel hatte. So, dann Hannover, letzte Lebensstation. Er starb dort 1959. Jetzt noch kurz ein bisschen was zum Stil, wenn Sie noch Geduld haben mit mir. Adolf Vogel war ein moderner Maler. Er hat sich vor allem mit Themen wie Landschaft, Stillleben und dem Mensch beschäftigt, wobei die Landschaft eigentlich sein Hauptmotiv ist, kann man sagen. Von der Technik her hauptsächlich Tempera-Bilder, Aquarellbilder und ein paar Zeichnungen. Und wie ich schon sagte, sehr reduzierte Bilder, auf das Wesentliche beschränkte Bilder, lyrische Bilder, große Formen, große Farbflächen, ja, sehr ästhetische Bilder und also nicht nur abbildend, nicht nur realistisch, sondern die Realität übersteigert. Vielleicht finde ich gerade in dem Katalog mal ein paar Beispiele, die ich Ihnen noch zeigen könnte. Ansonsten müssen Sie sich einfach in der Ausstellung umschauen, weil deshalb machen wir das Ganze hier ja. Wenn Sie sich hier diese Berglandschaften anschauen, sehen Sie, dass die sehr reduziert sind eigentlich. Also die Farbflächen und die Formen, die Anordnung der Formen überwiegt im Bild. Es geht dem Herrn Vogel nicht darum, genau die Wirklichkeit abzubilden. Es geht ihm darum, eine Stimmung zu erfassen. Es geht ihm auch darum, manchmal Dinge in den Vordergrund mehr zu heben. Bei manchen Bildern umrahmt er die Konturen der Berge oder der Motive mit einer schwarzen Kontur. Das ist hier jetzt, glaube ich, nicht der Fall. Dann hat er auch sehr schöne lyrische Aquarelle gemacht, auch mit Berglandschaften, Motiven aus Salzburg und so weiter. Eben was er so gemacht hat. Ich habe vorhin von den Zeichnungen, die ein bisschen auf seinen Lehrer Peter von Halm zurückgehen, gesprochen. Hier diese kleinen, feinen Tuschezeichnungen, ja, so eine Art Studien. Und dann möchte ich Ihnen noch ein paar besondere Sachen zeigen, genau zum Thema Stillleben. Adolf Vogel war ein großer Verehrer von Cézanne, der als der wichtigste Wegbereiter der ja, modernen Malerei gilt. Man sieht hier den Cézanne ganz klar mit diesen changierenden Farbflächen. Das ist wirklich, sieht man genau drin, diesen Einfluss.
Und man sieht aber auch dann, wie sich Adolf Vogel dann auch anders entwickelt hat. Das hier ist ein späteres Stillleben, wo man sagen kann, gut, das ist jetzt wirklich viel moderner noch, das ist eher so ein bisschen in Richtung Kubismus oder magischer Realismus, das sind ja so Stilbegriffe, aber das ist halt nur, um das ein bisschen einzuordnen. Also er war sehr vielfältig und er war neugierig unterwegs, neugierig. Er malt natürlich auch Menschen. Solche Sachen, denke ich, kann man eher in seine Studienzeit oder danach einordnen. Das sind so richtige Akademiezeichnungen, gehört zur Ausbildung. Während so etwas Holzschnitte später wohl entstanden sind, man sieht auch wieder hier Einfluss, Expressionismus. Also er hat sich wegbewegt von der konservativen Malerei, das kann man einfach sagen. Ja? Oder das hier, diese Musiker. Oder hier dieses sehr schöne Bild, die drei Frauen auf dem Feld. Man sieht nur die drei Frauen. Mehr ist eigentlich nicht zu sehen. Die Landschaft als Hintergrund. Und bei seinen Menschenbildern, das ist auch hier so, es geht ihm nicht um irgendwelche Porträts oder Abbildung von bestimmten Personen. Es geht ihm um allgemein menschliche Züge oder Themen. Also das, was dahinter steht. Nicht das, was im Vordergrund eigentlich steht, wenn man den Menschen sieht. Gut, ich denke, jetzt habe ich genug geredet, weil sonst haben Sie ja keinen Grund mehr, in die Ausstellung zu kommen, wenn ich Ihnen vorher alles erzähle. Ich möchte mich nochmals bedanken beim Bürgerverein Ebern für die Möglichkeit, diese Forschung machen zu dürfen. Und ich war ja auch nicht alleine. Der Herr Andritschke hat sehr viel Arbeit gemacht. Er hat die Ausstellung mit eingerichtet als Kurator. Es wurde Vorarbeit geleistet, die Sammlung wurde inventarisiert und der letzte Schritt war jetzt eben die Ausstellung und diese Publikation zu konzipieren. Ja, und jetzt freuen wir uns, wenn Sie uns besuchen und vielleicht auch was ins Gästebuch schreiben und fleißig dieses Buch kaufen. Ja, vielen Dank, Frau Kneuer, für die wunderbare Einführung in die Ausstellung. Wenn ihr euch jetzt denkt, ist ja alles schön und gut, aber bleibt das jetzt alles im virtuellen Raum? Nein, natürlich nicht. Wir werden die Galerie demnächst öffnen, informieren euch auf diesem Kanal, wann das der Fall sein wird. Und dann könnt ihr die Bilder auch im Original genießen, was ja immer noch authentischer ist als hier auf eurem Bildschirm. Im Rahmen dieser Nachforschungen, die Frau Kneuer zu Adolf Vogel angestellt hat, da konnten wir auch Kontakt zu Adolf Vogels letzter Ehefrau und deren Sohn in Hannover aufnehmen. Und die waren von diesen Ergebnissen dieser Recherche so begeistert, dass sie sich dazu entschlossen haben, Anfang dieses Jahres dem Bürgerverein 51 Werke des Künstlers zu schenken. Und davon seht ihr in der Ausstellung auch ein paar, die extra dafür restauriert wurden. Nun möchte ich mich aber auch bedanken, zunächst bei zwei Institutionen, die die Recherchen, die Ausstellung und das Heimatblatt finanziell unterstützt haben. Das sind die Stiftung der Sparkasse Ostunterfranken und der Bezirk Unterfranken. Und bedanken möchte ich mich auch bei Ann-Kathrin Müller für die Inventarisation der Bilder, bei unserem Mitglied Steffen Schanz für die Fotodokumentation und bei Andreas Remshardt, unserem zweiten Vorsitzenden, für die vielfältige Unterstützung beim Ausstellungsbau und beim Transport der Kunstwerke, immerhin nach Hannover und wieder zurück. Ein großer Dank geht an Sibylle Kneuer, die uns mit ihren Recherchearbeiten ein echtes Meisterstück beschert hat. Nun ist aber genug geredet, stoßen wir gemeinsam auf diese, wie ich denke, wichtige Ausstellung an. Prost! Ich freue mich, wenn ich oder wir euch wieder persönlich bei uns begrüßen dürfen, demnächst, und wir dann auch miteinander ins Gespräch kommen können. Alles Gute und bleibt gesund, bis bald!